Rezession voraus, Mr. Trump. Immer mehr Anzeichen sprechen dafür, dass die USA wirklich vor einer Rezession stehen. Und damit herzlichst willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Wir haben heute Daten bekommen, einerseits zu den Verkäufen neuer Häuser in den USA, wie auch einen deutlichen Absturz der US-Verbraucherstimmung. Und all das verdichtet sich so ein bisschen. Gestern der Dallas Manufacturing Index, der regelrecht kollabiert ist. Immer mehr Anzeichen sprechen dafür, dass wir bald vor wirtschaftlich auch schweren Zeiten stehen in den USA, nachdem dieser Impuls durch die Steuerreform, durch das Steuerdumping vor allem für US-Unternehmen, nicht für den Konsumenten, nachdem die Wirkung nachlässt, die Wirkung der Droge lässt nach und dann sinkt die Laune, nicht untypisch bei Drogenabhängigen. Und jetzt wollen wir uns diese Lage mal genau anschauen, was da eigentlich passiert. Wir haben hier eine Aufstellung verschiedener Faktoren. Semiconductor Sales, also Chip, rückläufig. US-Exporte rückläufig. US-Importe sind dabei rückläufig zu werden. Rail Freight Index, also Eisenbahntransporte rückläufig. Cass Freight Shipments Index, also praktisch die per Schiff transportierten Waren rückläufig, CEO Confidence, also das Vertrauen der CEOs rückläufig, Private Construction Expenditure rückläufig, also praktisch die privaten Bauausgaben, Light Vehicle Sales, also praktisch Autoverkäufe rückläufig, die Yield Curve, also die Zinskurve ist invertiert, man könnte das fortsetzen, Inflation Expectations Melting, also gehen auch zurück. Und, also das ist hier schon wirklich eine ganze Ladung Job-Layoffs, also praktisch die Entlassungen, die hier eine ganz, ganz klare Sprache sprechen. Schauen wir uns mal heute die Daten an, die wir gesehen haben. Wir haben einen regelrechten Einbruch vor allem beim Verbrauchervertrauen Conference Board heute gesehen, das von 131,3 auf 121,5 gefallen ist. Da sind wir vor allem in der Einschätzung der Erwartungen von 105 auf 94,1 gefallen, einer der größten Rückgänge, den ich persönlich jemals gesehen habe. Und auch die persönliche Situation ist deutlich schlechter geworden. Schauen wir uns mal vor allem die wachsende Differenz zwischen der Einschätzung der aktuellen Situation und der Erwartung an. Das ist hier für Jeff Gundlach, den Bond-Guru, eigentlich das wichtigste Rezessionssignal. Wenn diese Spanne zu weit auseinanderklafft zwischen dem eigentlich noch ganz ordentlichen Zustand derzeit und den Erwartungen, die immer schlechter werden, wie hier jetzt, dann stehen wir möglicherweise eben vor einer solchen Rezession. Wir haben dann auch wirklich einen Kollaps gesehen der US-Neubauverkäufe. Minus 7,8% war eigentlich eine positive Zahl erwartet worden. Auch die Vormonate waren ja schon sehr, sehr schwach. Und das, obwohl die sogenannten Mortgage Rates, also die Hypothekenzinsen, deutlich nach unten gehen. Die Hypothekenzinsen wiederum, die orientieren sich ja an den Staatsanleihen, vor allem der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Und wenn die fällt, das ist wie in Deutschland hier auch, da haben wir zum Beispiel die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe heute mit minus 0,33%, ein neues Allzeittief. Dann werden normalerweise Hypothekenkredite etwas günstiger und wir sehen, dass die Anleihemärkte deutlich fallen. Hier eine Aufstellung, wir haben die 10-jährige jetzt bei 1,987% in den USA, also unter der Zweiermarke, während man für eine dreimonatige Anleihe 2,13% bekommt. Wir haben also eine massive Invertierung der Zinskurve, die wir hier sehen. Das ist wirklich außergewöhnlich und ein sehr, sehr zuverlässiges Rezessionssignal. Was haben wir noch für Sie? Wir haben auf der einen Seite dann eben eine immer größere Schere zwischen Value und Growth, also zwischen Value-Dinge, die ein bisschen langweilig sind, aber eben in der Vergangenheit immer funktioniert haben, auch in Krisen funktionieren. Klopapierhersteller, weil geschissen wird immer, meine Damen und Herren, solche Geschichten laufen nicht so gut wie eben Growth, also wie Tech-Werte. Vor allem hier sehen wir, dass die Differenz so groß ist wie noch nie in der Geschichte. Wir haben derzeit bei den Tech-Werten ein durchschnittliches Kursgewinnverhältnis von knapp über 50. Und das ist alles sehr, sehr sportlich. Schauen wir uns noch folgende Grafik an, die dann vor allem Mr. Trump betrifft. Hier hat er gesagt, der Stock Market, also der Aktienmarkt, hat er heute getwittert, is heading for one of the best months, nämlich im Juni in der Geschichte des Landes. Thank you, Mr. President. Man könnte eigentlich herzlich drüber lachen, wenn es wahrscheinlich nicht ernst gemeint wäre. Also er
dankt sich selbst für den Aktienmarkt. Aber wenn wir uns den Aktienmarkt anschauen, dann müssen wir differenzieren. Denn wir haben zwar den S&P 500 noch kürzlich auf neuem Allzeithoch gesehen, aber gleichzeitig fallen die Small Caps, also die kleineren Werte, die Transportunternehmen und die Banken. Hier sehen wir ein paar dieser Fallsituationen in Relation vor allem zum Dow Jones, also praktisch der Dow Jones im Vergleich zum S&P 500, also diese Indizes wie Dow Jones Transport im Vergleich eben zu S&P oder Dow Jones deutlich rückläufig. Und das gab es zweimal in den letzten 40 Jahren und beides Mal hat der S&P dann 15% verloren in den nächsten zwei Monaten. Diesmal auch große Frage, wir haben das G20-Treffen in Osaka, da kann natürlich wieder sehr, sehr viel passieren. Wir haben heute Abend Aussagen von Jerome Powell, von dem US-Abgeordnetenhaus, und wir haben heute Abend die Zahlen von FedEx, die wir bei Finanzmarktwelt mal Ihnen zur Darstellung bringen, kurz nach 22 Uhr. Schauen Sie da mal rein, denn FedEx ist so ein Proxy, ist praktisch so ein Indikator für den Zustand der Weltwirtschaft. Das wird die Märkte durchaus interessieren. Wir hatten im März, als FedEx das letzte Mal die Zahlen berichtet hatte, da durchaus schwache Märkte am Folgetag gesehen, weil eben die Rezessionssorgen damals erstmals so ein bisschen aufkeimten. Wenn FedEx schlechte Zahlen bringt, dann denkt man sich, stimmt vielleicht was nicht. Was stimmt nicht mit den Charts? Schauen wir uns die mal an. Wir sehen hier den Dow Jones 26.684. Nur nicht so wahnsinnig viel passiert. Wir hatten ja die Schwäche vor allem beim Russell gesehen in den letzten Tagen. Da ist er mir entfleucht. Egal, dann bringen wir eben den S&P 500, der schon ein bisschen schwächer aussieht schon als der Dow Jones 2935. Wir haben den Nasdaq, der jetzt doch erste signifikantere Schwächezeichen sendet. Heute der schwächste der US-amerikanischen Indizes. Wir haben den DAX, der sich so ein bisschen langweilt, nicht so wahnsinnig viel los, 12.228. Wir haben den Euro, der wieder unter der 1,14er Marke handelt. Die Märkte erwarten inzwischen mit einer 38%igen Wahrscheinlichkeit, dass die Fed im Juli einen großen Zinsschritt macht, also minus 0,5. Ein halbes Prozent gleich die Zinsen senkt. Möglicherweise wird Jerome Powell solchen Ansinnen heute indirekt eine Absage erteilen. Wir sehen, dass Gold sehr volatil bleibt, 1429. Und wir haben das amerikanische Crude bei $58.07. Also, das ist die Situation. Alle Parameter deuten auf eine Rezession. Wir haben ein massives Auseinanderdriften, etwa zwischen Transportwerten in den USA, Banken, die unter der niedrigen Renditesituation leiden. Wir haben die Nebenwerte, die nicht gut laufen, mehr auf den Binnenmarkt fixiert sind in den USA. All da, überall schreit es, Rezession kommt. Die Anleihenmärkte schreien das, aber die Aktienmärkte sagen sich, egal, Hauptsache, die Fed wird die Zinsen senken, dann wird alles gut. Und so ist es ja auch natürlich, meine Damen und Herren. Ich wünsche einen nicht allzu überhitzten sommerlichen Abend und sage Servus und Ciao.